Die Bibel sagt, dass die Menschen in den letzten Tagen arrogant und ärgerlich sein werden, nur an sich denken und nicht wissen, wie sie ihre Nächsten lieben sollen. Gott lehrt uns alle Zeit, uns nicht den Mustern dieser bösen Welt anzupassen, sondern unseren Geist auf die Dinge der Höhe zu richten. Kinder ähneln ihren Eltern. Ihr alle empfangt die Liebe Gottes, der euch durch sein heiliges Opfer gerettet hat. Deswegen solltet ihr als seine Kinder die Einstellung Gottes haben und Gott durch eure guten Taten verherrlichen. Gott verwandelt eure ungeläuterte Natur voller Sünden in eine gute Natur. Gott trennt die Schlechten von den Guten, wie das Gleichnis sagt, dass sie die guten Fische in Körben sammelten, die Schlechten aber wegwarfen. Gott nimmt nicht einfach jeden in den Himmel. Nur diejenigen, die mit einem freundlichen und schönen Wesen, diejenigen, die andere für besser halten als sich selbst, und diejenigen, die Gottes Worten gehorchen, können dorthin gehen. Das Wort Gottes ist für euch Geist und Leben und für euch die Herrlichkeit des Himmels. Gottes Wort nahe zu sein bedeutet, Gott nahe zu sein. Wenn ihr die guten Worte Gottes hört und sie in die Tat umsetzt, so werdet ihr gesegnet werden und für immer mit Gott im wunderschönen Himmelreich sein. Vater lehrte uns, dass wir ewig leben werden, wenn wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Wir dürfen die Gefühle derjenigen nicht verletzen, die neben uns sind. Vielmehr müssen wir versuchen, sie glücklich zu machen, sie zu trösten, wenn sie auf Schwierigkeiten treffen, und ihnen Komplimente machen, wenn alles gut läuft. Ist das nicht der Weg, unsere Nächsten zu lieben? Lasst uns keine verletzenden Worte sagen oder ärgerlich sein, sondern vielmehr gute Worte benutzen, die den Zorn der Menschen beruhigen. Um Seelen zu retten, müssen wir viele gute Taten vollbringen. Die Leute werden der Wahrheit zuhören und eure guten Taten sehen, und ihr könnt die Früchte des Predigens tragen. Gott sagt, stellt euch dem Teufel entgegen, liebt auch die Geschwister, die wie Feinde sind. Lieben heißt vergeben. Wenn ihr euren Geschwistern vergebt, so wird Gott euch vergeben und euch in den Himmel bringen. Wenn ihr anderen vergebt, ohne sie zu richten, so wird Gott eure Sünde nicht richten und euch sehr viel Segen geben, in vollem, gedrücktem, gerütteltem und überfließendem Maß. Wenn Kinder etwas Gutes tun, was ihren Eltern Freude bereitet, geben Eltern dann nicht das, was sie am meisten mögen? Wenn ihr Gottes überreiche Segen empfangen wollt, dann solltet ihr zu guten Kindern werden. Gott, der geistliche Töpfer, macht uns zu guten Gefäßen, damit wir in den Himmel aufgenommen werden. Um in den Himmel zu gehen, müssen wir zu guten Gefäßen werden. Diejenigen, die sich anstrengen, Gottes Gebote zu befolgen und mit ihm wandeln, werden von Neuem geboren werden, um ein schönes und sanftes Herz zu haben. Wenn Gott sagt, vergebt einander, dann vergebt. Und wenn Gott sagt, seid ein guter Mensch, dann seid ein guter Mensch. Wenn man Gott so gehorcht, wie er einen formt, dann wird man im Himmel herzlich willkommen geheißen. Gott freut sich am meisten, wenn man Sünder zur Buße führt und sie in den Himmel bringt. Lasst uns diese sterbenden Seelen zur Buße führen, sie in Gerechte verwandeln und sie als Geschenke für Vater in den Himmel bringen. Gott bringt viel Frucht für diejenigen hervor, die an ihn glauben und seine Worte befolgen.
Wenn ihr gut und schön werdet und einträchtig seid, dann schenkt Gott euch Segen und das ewige Leben. Lasst uns durch die Liebe einträchtig sein. Jetzt sind die Leute nervös und verängstigt. Lasst uns gute Taten der Liebe vollbringen, indem wir sie nach Zion führen, damit sie dem Unheil entkommen und das ewige Leben haben. Im Glauben daran, dass Gottes Worte das Leben sind, setzt sie bitte in die Tat um. Ich hoffe, dass ihr zu guten Kindern werdet, die in Gottes Korb gelegt werden können, damit ihr Gott erfreuen könnt und eure Namen für immer und ewig wie Sterne im Himmel leuchten können.